Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Natürlich ist auch wieder der Happy am Start. Wir waren heute Morgen schon fleißig draußen. Das ist eigentlich immer so unsere klassische Morgenroutine. Also aufstehen und dann geht es erstmal so eine Dreiviertelstunde ungefähr raus und laufen, Gassi gehen, Pipi Kaka machen. Ja, da guckt er gleich wieder, gell? Das ist dein Zauberwort. Und für mich geht's jetzt los zur Arbeit. Ich habe heute einen Kundentermin, der relativ wichtig ist, aber sowas macht mir auch echt immer Spaß. Am Anfang war ich da echt ein bisschen schüchtern. Mittlerweile macht es mir richtig Spaß und wenn man so gemeinsam essen geht, dann finde ich es auch ein relativ lockerer Austausch und es ist nicht so angespannt. Im Hintergrund sieht der Schrank voll klein aus, ne? Der ist voll groß. Warum sieht der so klein aus? Naja, jetzt geht's mal los zur Arbeit. Oh, ich sehe gerade, der hat seinen Schleim auf meiner Hose verteilt. Lecker, Freundchen, lecker. Danke dir. Danke. Heute ist übrigens wieder ein richtig schöner Tag in Nürnberg. Also wir haben richtig viel Sonne und ich liebe das einfach morgens hier in die Innenstadt zu laufen und zu sehen, wie die ganzen Stände hier immer aufgebaut werden. Bei Sonnenschein sieht es natürlich noch viel schöner aus. Was ich euch auch mal noch zeigen wollte, am Wochenende, als wir zu Hause waren, hat Happy meinen Fuß mal richtig auseinandergenommen. Auf der anderen Seite sieht es auch nicht gerade anders aus. Was passiert, wenn man einen Stock wirft, nicht aufpasst und seine Schlepplein an einem Baum festgemacht wird, dann hat die sich einmal hier drum herum gewickelt und richtig schön sich ins Bein reingebrannt. Super. So, Freunde, 9 Stunden später, Arbeit ist schon wieder vorbei. Wenn es nun mal so schnell umgehen würde, wie es jedes Mal in meinen Vlogs umgeht, also die Arbeit, 9 Stunden, und im Vlog sieht es halt so aus wie ein Klick, schön wär's. Heute ist der einzige Tag in der ganzen Woche, mal wieder, an dem ich keinen Fußball habe. Also heute ist sowohl kein Training als auch kein Spiel. Ansonsten habe ich Montag Training, Dienstag Training, Donnerstag Training und Freitag Spiel. Ja. Ich sag's euch, so langsam geht's echt ein bisschen an die Substanz. Also ich fühle mich mittlerweile echt oft richtig kaputt und brauche so eine Pause. Ich fühle mich irgendwie so richtig ausgelaugt. So, ja, es ist halt einfach auch wirklich extrem anstrengend. Ich bin halt wirklich eigentlich nie zu Hause. Wenn ich zu Hause bin, habe ich 2 Stunden, in denen ich da bin. Und dann schlafen gehe an Freunde, kann man überhaupt nicht denken. Ich glaube, meine Kollegen hassen mich schon, weil ich immer absagen muss und nie mitgehen kann. Und es nervt mich selber am meisten, aber ich habe mich halt dazu entschieden, da kann man es jetzt auch nicht mehr anders machen und jetzt ist es halt nun mal so. Also ich glaube, ihr merkt, das ist ein Thema, das mich aktuell sehr stark beschäftigt. Weil, also ich weiß nicht, das ist so komisch, dieses Fußball ist eigentlich so, der Aufwand ist relativ gleich, wie es schon im letzten Jahr war. Aber es geht mir irgendwie so, es fühlt sich so viel mehr an und Samira hat auch schon gesagt, für sie fühlt sich es auch schon viel mehr an. Es waren halt jetzt die ersten Wochen, wo man wirklich 2 Spiele pro Woche hatte, da war eigentlich überhaupt nicht an Freizeit zu denken. Und ich hatte das diese Woche auch schon mal mit einer Kollegin die Diskussion. Das Problem ist halt auch immer, dass ich während der Saison eigentlich nie Urlaub machen kann, weil das halt einfach nicht geht. Das ist halt kein Amateursport mehr. Also es ist Amateursport, aber es ist halt bezahlter Amateursport. So, wisst ihr, ich habe da einen Vertrag unterschrieben, ich bin dafür verantwortlich, dass ich auch immer da bin. Das schulde ich dem Verein und das schulde ich der Mannschaft. Es ist halt nun mal ein Mannschaftssport und es ist nicht wie ein Tennis, dass man einfach mal sagen kann, nee, du, ich habe jetzt gerade keine Lust und dann ist man nur für sich selber verantwortlich. Das ist es halt nicht. Und irgendwie ist es jetzt so das erste Mal, dass ich Fußball schon auch so ein bisschen als eine Belastung wahrnehme. Und ich habe auch schon in letzter Zeit echt gemerkt, oder Samira und ich sprechen da auch sehr, sehr oft über dieses Thema, dass ich für mich selber irgendwie so einen Modus entwickelt habe, wie ich so viel Geld wie möglich sparen kann oder so viel Geld wie möglich verdienen kann. Ich habe die Arbeit, ich habe YouTube, ich habe Fußball. Das alles kommt natürlich irgendwie zusammen und ich war so in letzter Zeit voll darauf bedacht, dass es so viel wie möglich ist und habe mir halt irgendwie so gar nicht so freizeittechnisch was gegönnt und dann irgendwie auch gemerkt, so wie mir das überhaupt nicht gut tut. Und ja, das ist eine Sache, die uns in letzter Zeit wirklich extrem beschäftigt. Ein Thema, über das wir aber eigentlich viel zu selten reden und das jeder von uns ganz, ganz einfach beeinflussen kann, zum Beispiel, indem man einfach mal das Fahrrad nimmt, statt immer mit dem Auto jede kleine kurze Strecke zu fahren, indem man weniger Wäsche wäscht oder indem man einfach mal Wäsche draußen an der frischen Luft trocknen lässt, statt den Trockner zu benutzen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und vor allem Nachhaltigkeit in Klamotten und in Mode. Und genau da ist es eigentlich total einfach, für jeden von uns einen Teil dazu beizutragen, zum Beispiel
indem man darüber entscheidet, welche Klamotten man kauft oder welche man nicht kauft. Und genau da greift eine Marke an, die ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, und zwar Armed Angels. Denn Armed Angels produziert deutlich nachhaltigere Klamotten, als andere Hersteller tun. Zum Beispiel, indem sie einen hohen Anteil an recycelter Baumwolle in den Klamotten verwenden. Also Baumwolle, die schon mal ihren Platz in Klamotten oder in anderen Teilen gefunden hat, wird wiederverwendet für die Klamotten. Und damit sinkt natürlich auch der CO2-Fußabdruck von jedem Teil von Armed Angels, egal ob es eine Jeans ist, ob es ein Jeanshemd ist oder irgendein anderes Teil. Und außerdem werden übrigens auch keine gefährlichen Chemikalien in den Klamotten verwendet und so wird das ganze Teil deutlich nachhaltiger als bei anderen Herstellern. Und hey, ganz nebenbei sehen die Teile auch noch richtig gut aus. Ich habe mir zum Beispiel diese Jeans hier ausgesucht. Die hat eine richtig, richtig coole Passform und passt einfach perfekt zu mir, weil ich es nicht so mag, wenn eine Jeans zu eng ist. Und die hat einen richtig coolen Fit. Passt perfekt zu den Air Force hier. Also die kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ist übrigens auch richtig bequem und ist gleichzeitig halt auch noch ein Teil, das man mit allem richtig gut kombinieren kann. Eine blaue Jeans kann man einfach immer anziehen. Egal ob ein weißes, ein schwarzes T-Shirt oder was auch immer, welches Oberteil. Und genau das gleiche gilt übrigens für dieses Jeanshemd. Das kann man richtig gut mit allem möglichen kombinieren. Gefällt auch Happy. Also egal, ob ihr eine schwarze Hose dazu anzieht, ob ihr eine beige oder eine weiße Hose dazu anzieht. Man kann es wirklich mit allem anziehen. Und es ist richtig, richtig, richtig bequem, hat einen sehr coolen Fit, ein bisschen locker, man kann es auch genauso geschlossen tragen, bin absoluter Fan davon. Und damit ihr das Denim nicht nur mit allem möglichen kombinieren könnt, sondern auch noch dafür sorgt, dass die Teile so lang wie möglich halten und damit auch wieder was Gutes für die Umwelt tut, könnt ihr die Teile auch einfach mal linksrum waschen, ihr könnt sie kälter waschen, ihr könnt sie draußen aufhängen, anstatt einen Trockner zu benutzen und ihr könnt beim Waschen keinen Weichspüler oder Bleichmittel benutzen. Und weil das Beste natürlich immer zum Schluss kommt, könnt ihr jetzt mit dem Code JONASDUELL15 15% bei Armed Angels im Shop online sparen. Also los geht's und freut euch über richtig schöne Teile. Und wenn Happy Klamotten tragen würde, dann würde er euch auch dazu raten. Was übrigens voll mein Go-To-Snack geworden ist, ist Bananenmilch. Ich habe irgendwann in diesem Jahr, so einfach weil noch so ein paar ältere Bananen da waren, wusste ich nicht, was ich mit dem machen sollte, habe eine Bananenmilch gemacht und jetzt ist voll so, ich liebe einfach Bananenmilch. So für zwischendrin, Hammer. Ich liebe das, wirklich. Ganz große Liebe. Hier ist auch ganz große Liebe, aber auch sehr, sehr müde große Liebe. Was ich übrigens auch noch gerade dazu sagen wollte, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich mache YouTube nicht wegen dem Geld, ich mache Fußball nicht wegen dem Geld, das Einzige, was ich wegen dem Geld mache, ist meine normale Arbeit, ne? Da muss ich schon sagen, das mache ich schon wegen dem Geld, auch wenn auch das mir Spaß macht. Und das ist mir schon echt wichtig, dass ich gerade bei YouTube nichts mache wegen dem Geld und nicht so viele Videos wie möglich mache, einfach damit ich dann mit den Klicks Geld verdiene oder was auch immer, sondern mir macht es immer noch wirklich Spaß, das aufzunehmen, das zu schneiden, euch in den Alltag mitzunehmen. Das Einzige, wo ich ehrlich sage, das macht mir keinen Spaß, ist das Schneiden von den Videos. Weil das muss ich immer samstags machen, weil am Sonntag die Videos kommen und Samstag habe ich echt keine Lust, vor dem Laptop zu hängen. Aber ich mache es gerne, weil ich den anderen Teil halt einfach gerne mache. Und jetzt gibt es Bananenmilch und der Rest des Tages wird entspannt. Der kleine Mister hier darf bald zu unserem Nachbarn oder heute den ganzen Abend bei unserem Nachbarn verbringen. Ich hoffe echt, dass das gut klappt, weil unser Nachbar ist schon so ein älterer Mann, der hat auch eine Hündin, die ist 9 und hat noch einen anderen Hund da, gerade der ist 10. Und der Happy ist ja leicht verhaltensauffällig, wie ihr sicher alle schon wisst, auch wenn er jetzt gerade wieder aussieht, als könnte er keiner Fliege was zu leid tun. Und dann hoffen wir echt mal, dass das klappt und der das gut macht. Gell, Mister? Ja. Ich hoffe es wirklich. Also für heute war wirklich der Nachbar eigentlich die einzige Lösung. Denn Samira hat ja das Auto und ist damit in München mit ihrer Schwester zusammen. Und ich hätte dann quasi Happy nicht zu Freunden von uns fahren können. Das hätte zu viel Zeit gekostet mit dem Zug. Ich muss ja auch arbeiten. Und, also ich nehme jetzt gerade meine Mittagspause auf, ne? Nicht wundern. Und dann hätte es einfach nicht gereicht. Beim Nachbar kann ich einfach kurz zur anderen Tür Happy abliefern. Der ist ja gewohnt, der weiß, wie er mit Hunden umgeht, alles Mögliche. Ich mache mir halt einfach nur Sorgen, dass der seinen älteren Hund gewohnt ist, der halt sehr ruhig ist. Und dann kommt halt unser Exemplar, der eher verhaltensauffällig ist. Ich hoffe, der denkt danach nicht so, boah, die haben ihren Hund irgendwie komplett schlecht erzogen. Aber ja, es wäre auch nicht gegangen, dass er hier geblieben wäre, weil, also es ist 16 Uhr muss ich los, dann fährt man 1,5 Stunden hin, dann ist 2 Stunden Spiel, 1,5 Stunden muss man vorher da sein, das gleiche gilt für die Rückfahrt, das heißt, ich bin 7 bis 8 Stunden weg und komme auch erst um 11 zurück. Ich werde dir auch einen Schlüssel für unsere Wohnung unserem Nachbar geben. Der hat nämlich noch gar keinen, irgendwie komisch, warum er eigentlich nicht.
Und dann soll der den Happy einfach um 9 hier zurückbringen, dass er hier pennen kann, wenn er zu anstrengend ist. Und dann klappt es hoffentlich. Na, du kleiner Mister, was sagst du? Glaubst du auch, dass es klappt? Na, leg mich am Arsch, Alter, lass mich pennen. Freunde, Happy hat gestern seine Aufgabe anscheinend richtig gut gemacht. Als ich nach Hause kam um 11 vom Spiel, ist mir unser Nachbar sogar noch entgegengekommen. Da war der mit seinem Hund und dem Happy nochmal draußen und er meinte, er war sehr brav. Vor allem am Anfang natürlich aber sehr aufgeregt. Das ist auch echt immer, wenn wir Besuch haben, die ersten 2 Stunden flippt er komplett aus. Und am Ende schläft er dann aber auch sogar ein bisschen. Nur das Problem ist gerade, dass der, naja, sagen wir es mal so, seine Männlichkeit ist in extremer Gefahr. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Eier kommen jetzt weg. Ne? Also sagen wir mal so, wie es ist. Reden wir mal Tacheles. Der läuft mittlerweile durch den Park. Und wenn da auch nur vor einer Stunde eine läufige Hündin war, da ist er unhaltbar. Und das ist ja auch für ihn eine Qual. Jetzt überlegen wir, ob wir dem diesen Chip einsetzen lassen. Oder ob die wegkommen. Das muss ich mal mit einer Tierärztin mich beraten lassen, weil ich will ja auch, dass es für ihn möglichst gut ist, will ja seinen Charakter nicht verändern und alles Mögliche. Ach ja, übrigens, ich habe mir auch richtig gutes Frühstück gemacht, ne? Hab da schon gesehen, aber richtig lecker. Bin selber ein bisschen stolz mit meinem eigenen Granola. Könnte so ein Frühstücksrestaurant eröffnen. Und übrigens, wichtigste Nachricht. Wir haben gestern tatsächlich am 12. Spieltag unser erstes Spiel gewonnen. Unfassbar, ja. Ich war selber überrascht. Also wir haben uns alle gefreut, als hätten wir gestern die Champions League gewonnen. Mit Bild nach dem Spiel. Der Trainer hat einen großen Kasten Bier ausgegeben. 3-1 auswärts bei einer Mannschaft, die letztes Jahr fast noch in die Regionalliga aufgestiegen wäre. Das ist schon ein richtig toller Erfolg. Das tat mal wieder richtig gut, dass das jetzt passiert ist. Balsam für die Seele. Ich liebe es übrigens zu 1000% hier manchmal am Wochenende einfach zu sitzen auf dem Sofa. Happy liegt da drüben und pennt. Ich trinke meinen Kaffee, esse mein Frühstück und gucke dabei einfach nur irgendwelche YouTube-Videos. Ich liebe es. Und wirklich, wenn ich euch eins empfehlen kann, dann schaut auf BR, auf YouTube, also Bayerischer Rundfunk, die Serie, also es ist keine Serie, es sind so, wie nennt man das, so mehrere kleine YouTube-Videos. Lohnt sich das, heißt das. Und da geht es immer darum, zum Beispiel, wie viel verdient ein Fliesenleger, wie viel verdient ein Professor, wie viel verdient ein Lehrer, alles mögliche, Müllmann. Es ist so interessant, wirklich. Und die reden auch darüber, was sie halt in ihrem Beruf so lieben, was sie so den ganzen Tag machen. Also kann ich euch zu 100% empfehlen, schaut euch das an. Samira schaut das auch total gerne. Also ist nicht nur mein Geschmack. Wir sind übrigens gerade immer wieder mal dabei, einfach so rein Interesse halber zu gucken, weil wir sehr gerne ein Haus bauen möchten und wir das beide eigentlich noch relativ jung gerne machen wollen würden. Also rein aus Investitionsgründen weiß ich jetzt schon, ist ja klar, glaube ich, bei aktuellen Immobilienpreisen ist es vielleicht gar nicht mal so schlau, jetzt ein Haus zu bauen oder ein Grundstück zu kaufen oder wie auch immer. Aber so im Endeffekt ist halt so dieser, es ist halt, wir haben halt beide einfach so diesen Traum, irgendwann mal so ein richtiges Eigenheim zu haben, wo man sich alles von A bis Z zusammenstellen kann. Nur wissen wir halt beide irgendwie nicht, wo soll das sein? So, also wir kennen uns jetzt hier in Nürnberg gut aus. Ich kenne durchs Fußball einfach schon so ein paar von diesen Vorstädten. Aber das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie unfassbar teuer es ist. Also nur mal so als Vergleich, so im absoluten Land von Deutschland, also jetzt bei mir zu Hause irgendwo, da zahlt man für ein Quadratmeter Grundstück ungefähr so 100 Euro. Das bedeutet, bei einem Immobilienpreis, also nicht beim Immobilienpreis, sondern bei Immobiliengröße, sagen wir mal das Grundstück, durchschnittliches größeres Haus bei mir zu Hause hat so ungefähr 750 Quadratmeter. Könnt ihr euch den Preis jetzt selber ausrechnen? Das sind dann 75.000 Euro. Jetzt macht ihr das Gleiche aber hier und dann gibt es Vorstädte wie Feucht, Schwabach und was auch immer, die relativ nah an Nürnberg dran sind, aber halt trotzdem noch, ja, die sind halt eine Stadt, ne? Da kostet so ungefähr 500 bis 600 Euro für den Quadratmeter. Also habt ihr mal locker 300.000 Euro für das Grundstück nur weg und es steht einfach noch kein Haus drauf.
So, wie macht man das? Also, wie kann man das bezahlen? Am Ende kostet dieses Haus mehr als vielleicht 1,1, 1,2 Millionen Euro. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wo das noch hingeht. Das ist wirklich richtig krank. Und dann, also jetzt mal nur realistisch, man kann ja jetzt viel Geld sparen. Aber was ist, wenn da ein Kind da ist? Dann ist dieses ganze Geld, wird für dieses Kind ausgegeben. Das ist schon krass. Also, ich mache mir da schon echt ein bisschen Sorgen, wo das noch hingehen soll. Weil, also, wer kann sich das denn noch leisten? Schon irgendwie bedenklich, oder? Also, ich finde das schon richtig krass. Und gleichzeitig ist halt aber auch das Geld, das wir jetzt hier für diese Wohnung ausgeben, das sehen wir halt als total verschwendetes Geld, weil unsere Vermieterin bekommt quasi von uns Geld, dass wir hier leben dürfen. Hätten wir jetzt aber schon eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, würden wir ja das Geld auch ausgeben, aber halt damit schon abbezahlen. Also, jetzt aktuelle Miete ist quasi verschwendetes Geld weg. Und bei einem Haus wäre es dann quasi, man würde schon abbezahlen dafür, dass es später einem selber gehört. Also, ja, das ist so ein bisschen das Argument. Vielleicht kennt sich ja der ein oder andere aus, hat selber schon ein Haus gebaut oder Geschwister, die ein Haus gebaut haben und kann uns da gerne mal Tipps geben. Auch wie man da so vorgeht. Also würde mich auch mal interessieren, so was mache, wenn ich jetzt beschließe, ein Haus zu bauen, was ist mein erster Schritt? Gehe ich zur Bank und frage wegen dem Kredit? Gehe ich erstmal zur Baugesellschaft und lass es durchrechnen, wie viel das alles kosten würde. Kaufe ich mir erst ein Grundstück? Keine Ahnung, so wie funktioniert das alles? Das sind so richtige Erwachsenenprobleme. Ich will, dass mir sowas in der Schule beigebracht wird. Also, Gymnasium XYZ, auf dem ich war, ihr meldet euch nochmal. Das heißt natürlich nicht XYZ, ne? Nur damit es mal klar ist. Naja, ich werde jetzt übrigens die Zeit, in der ich noch hier bin, weil ich nachher zu meinen Eltern fahre, denn wir machen einen Kurzurlaub, also meine Eltern, ich, meine Schwester und meine Nichte zusammen in Oberstdorf, also wir gehen wandern im Allgäu, haben ein richtig tolles Hotel auf 1000 Meter Höhe und ich habe schon die Wanderrouten ausgesucht, habe die alle schon durchkonfiguriert, alles so genau geplant, weil Freunde, ich bin derjenige, der meine Nichte mit so einem Wanderrucksack hier hinten schön auf dem Rücken schleppen darf. Happy kommt natürlich auch mit und das wird dann schon richtig, richtig anstrengend. Ich freue mich aber mega darauf, bis dahin, weil Samira ist jetzt auch noch bis Dienstag nicht da. Samira ist übrigens doch nicht nach Asien geflogen. Das hat sie aber auch schon in der Story gesagt. Und bis dahin werde ich jetzt aber die Wohnung hier komplett auf Vordermann bringen, denn wenn man nach Hause kommt, dann muss auch die Wohnung schön sein. Ich habe gestern schon den Staubsaugerroboter repariert. Das heißt repariert. Der war verstopft, ne? Also nicht zu viel von mir erwarten. Und dann werde ich Happy Sachen packen und die komplette Wohnung jetzt einfach mal durchwienern. So, Wohnung ist alles komplett aufgeräumt. Ich bin ready. Einmal komplett einen Koffer für mich, einmal Happys Tasche, die ist bis komplett oben voll. Happy sitzt schon vorne und wartet. Und jetzt fahren wir nach Hause zu meiner Family. Ja, da weint schon einer. Und ausgerechnet heute ist Schienenersatzverkehr. Das wird eine richtig spaßige Angelegenheit. Ich freue mich. Wir haben es mittlerweile in den Zug geschafft. Hab Happys Bett schon ausgepackt. Weil es, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, wie er an einem bestimmten Platz bleibt. Er hat mir gerade erstmal die ganze Tram zusammengeheult. Und jetzt haben wir noch 1,5 Stunden vor uns, weil auch nur noch die S-Bahn fährt. Perfekt. Er weiß genau, er darf nur in seinem Bettchen bleiben, aber er holt das Maximale raus. Ist ein kleiner Schlingel.